Wenn die Sonne untergeht, schlafen längst nicht alle Menschen in Salzburg. Neben Nachtschwärmern und Busfahrern sind noch einige andere Menschen wach. Wir schauen uns heute an, wer in den Nachtstunden noch so unterwegs ist. Dass wir heute da sind, hat einen ganz speziellen Grund. Ich hoffe aber nicht diesen Grund hier, oder? Doch, genau den. Ich möchte mich heute auf die Suche gehen nach Berufen, die so in der Nacht passieren. Und ich möchte eben auch schauen, was in der Nacht im Museum so los ist, so aller Nachts im Museum. Mhm. Und wenn du schon von Berufen sprichst, ich werde einen Abstecher bei der Salzburger machen. Und ich erwarte mir, wenn wir diese Nacht durchzecht haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du fürs Frühstück morgen sollst. Passt, ist abgemacht. Alles klar? Und ich schaue, dass ich jetzt wieder rausfinde. Und das ist gar nicht so einfach. Während Markus versucht, den Krallen der Dinosaurier zu entkommen, treffe ich Markus Brötsch, der mich nachts durch das Museum führt. Herzlich willkommen im Haus der Natur. Ich kriege heute eine Nachtführung von dir. Ich bin schon gut vorbereitet, ich habe die Taschenlampe mitgenommen. Die sollte man allerdings weg da, weil das Licht könnte unsere Tiere erschrecken. Ah. Dafür gibt es so ein Knicklichtbandel. Dann wird es mir wieder finstern hier im Museum. Vieles, das bei Tag verborgen bleibt, erscheint in der Dunkelheit in einem ganz neuen Licht. Diese Steine da schauen relativ unspektakulär aus, sind aber UV-aktive Mineralien. Das heißt also, wenn man die mit UV-Licht anstreut, dann erstrahlen die plötzlich in komplett anderen Formen. Wow. Der ist ja ganz rosa jetzt. Ein Hai habt ihr auch? Schlaft der gar nicht jetzt in der Nacht? Doch, der schlaft schon. Ah, echt? Jetzt? Gerade wenn er schwimmt? Jetzt gerade wenn er schwimmt, ja. Durchaus. Haie kennen das, für die ist das ja auch notwendig. Wenn die nämlich stehen bleiben, dann würden sie sofort untergehen. Und deswegen müssen die ja auch tatsächlich 24 Stunden am Tag schwimmen und das Ganze 365 Tage im Jahr. Aber ich gehe davon aus, dass er Sinnesorgane hat, die ihm halt einfach auch im Schlaf mitteilen, obwohl er ein Hindernis ist, damit er irgendwo gegen die Beckenwand knallt. Das heißt, er kann sich trotzdem entspannen? Ganz bestimmt. Sehr gut. Das geht aber nur, wenn er nicht von zusätzlichen Lichtquellen dabei gestört wird. In den Gängen abseits der Aquarien können wir dann doch noch kurz die Taschenlampe brauchen. Sonst wäre uns fast das Innere des überdimensionalen Haigebisses verborgen geblieben. Und dann geht es von der Unterwasserwelt in ganz andere Sphären. Modell von der ersten Mondlandung. Mit originalem Hintergrund, sogar die Sterne blinken dazu. Manche Leute behaupten ja, die Mondlandung wäre hier gedreht worden, um sie zu fälschen. Ah ja, genau. Während hier noch Flüssigkeiten in der Dunkelheit zum Erstrahlen gebracht werden, hat Markus es schon längst aus dem Museum hinausgeschafft und streift durch die nächtlichen Gänge der Salzburg AG. Ich kenne diese Gänge ja normalerweise nur untertags und es ist schon ein bisschen unheimlich so mitten in der Nacht hier in der Salzburg AG. Aber wir schauen jetzt dorthin, wo das Herzstück eigentlich der Salzburg ist, nämlich in den Lastverteiler. Hier werden Tag und Nacht die Energieerzeuger des Landes Salzburg überwacht. Strom brauchen wir rund um die Uhr, sprich die Kraftwerke müssen auch rund um die Uhr produzieren. Die Kraftwerke werden grundsätzlich automatisch nach einem Fahrplan gefahren, der von mir nur angepasst wird. Wir sind für 30 Kraftwerke verantwortlich und ja, sind so das wachsame Auge für unsere Kollegen draußen. Und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Nachtschicht geht heute von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. In der Nachtschicht ist es relativ ruhig, solange nichts Unvorhergesehenes ist. Ich habe kein Problem mit dem Schlafen, ein wichtiges Thema bei uns. Im Ernstfall muss man aber reagieren und das schnell, zu jeder Uhrzeit. Also in der Alarmliste werden neue Meldungen farblich hinterlegt, dargestellt und es gibt ein akustisches Signal. Bei hochpriorer Meldungen ist das ein sehr deutliches Signal, dass man es auch ja nicht überhört. Da herum im Reglerbild sieht man es relativ einfach, wenn dann irgendein Balken rot wird. Also der Farbeffekt, den sieht man auch aus dem Augenwinkel. Sollte irgendwas in den Kraftwerken sein, dann informieren wir eben die Kraftwerksgruppen draußen, den Bereitschaftsdienst. Beziehungsweise wenn es ganz was Dringendes ist, dann setze ich ja die Rettungskette in Gang. Außerdem muss David die Auslastung im Netz kontrollieren. Schließlich sollte auch immer genug Strom vorhanden sein. Da herüben haben wir die Zufluss- und Prognoseüberwachung. Damit können wir ein bisschen auch in die Zukunft sehen, wie sich die Speicherstände entwickeln. Ich kann dann entsprechend den Kraftwerkseinsatz anpassen, wenn ich schon sehe, okay, wir haben irgendwo zu viel Wasser oder zu wenig. Wenn wir Hochwasser in der Salzach haben, passiert das Paradoxe, dass wir dann keine Erzeugung mehr in der Salzach haben.
Das Wasser ist eben sehr stark verschmutzt und es besteht die Gefahr, dass die Turbinen beschädigt werden. Daher werden die Kraftwerke eben abgestellt und ich muss dann dafür sorgen, dass man die Leistung entweder über den erhöhten Einsatz bei Speicherkraftwerken gewinnen oder das an der Börse handeln. Es ist schon sehr interessant, was in der Salzburger in der Nacht so alles passiert. Und wir sind jetzt hier im sogenannten Trading Floor und da brennt noch das Licht und da schauen wir ganz kurz hinein. Hier ist Hubert Klingern noch mit der langfristigeren Planung beschäftigt. Was macht sie da in diesem sogenannten Trading Room eigentlich wirklich? Wir gleichen hier Abweichungen von unserer Einsatzplanung aus. Das heißt, wenn sich das Stromaufkommen verändert, zum Beispiel durch die erneuerbaren Energien, siehst du hier herum Wind und herum Photovoltaik. Man sieht, es schwankt sehr stark. Ja. Und da können wir durch unsere verschiedenen Marktzugänge, das ist der kurzfristige Markt, der Spotmarkt, oder aber unsere Börsenzugänge, können wir hier eingreifen. Und zusätzlich kann auch im Lastverteiler ganz, ganz kurzfristig, also jetzt für die nächste halbe Stunde, Strom gekauft bzw. verkauft werden. Es gibt ja auch diese sogenannten Kleinwasserkraftwerke. Da hat zum Beispiel eine kleine Firma ein Mühlrad zu Hause stehen. Diese speisen dann auch bei der Salzburger ein, oder? Wir haben aktuell in etwa 200 Kleinwasserkraftwerke unter Vertrag. Das sind quasi die Überschussmengen, die hier in das Portfolio der Salzburger eingeliefert werden. Ein Beispiel dafür befindet sich mitten im Herzen Salzburgs. Hier läuft das Wasser des Salzburger Almkanals Tag und Nacht über das Wasserrad und erzeugt den Strom für die Mühle. Aber nicht nur das passiert hier, während andere schlafen. Einer, der mitten in der Nacht arbeitet, ist da der Bäcker in der St. Peter Stiftsbäckerei in Salzburg. Er fängt schon um 4 in der Früh an und ich hüpfe da jetzt ein bisschen mit. Dass hier Brot gebacken wird, hat schon eine sehr lange Tradition. Wir sind wirklich die älteste Bäckerei und die Mönche haben hier schon vor 800 Jahren Brot gebacken und wahrscheinlich auch gemahlen, weil sie diese Energiequelle, das Wasser, genutzt haben, um direkt einen Mühlstein zu betreiben. Über 100 Jahre lang gab es hier kein Wasserrad mehr. Vor einigen Jahren hat Franz Grabmer wieder eines errichtet und erzeugt den Strom, den er für die Bäckerei benötigt. Das ist ein Ökostromwerk, das ungefähr 100.000 kW im Jahr erzeugt. Wir haben für uns genügend Strom und haben auch einen Überschuss. Ungefähr 2/3 der Produktion gehen an die Salzburg AG. Das Rezept für das Brot, das hier gebacken wird, ist immer noch dasselbe wie vor 800 Jahren. Auch den Reinheitsgebot möchte ich sagen, das wird sonst nur in der Brauerei verwendet, aber wir haben nur Wasser, Mehl und Salz im Brot. Und unseren Natursauerteig. Wann genau das Brot fertig ist, wie die Teigzusammensetzung ist, das alles ist pures Bäckerhandwerk. Zumindest beim Herausnehmen der Brotlaibe kann ich etwas mit anpacken. Die 2 Kilo Laibe sind die ganz großen, die sind weiter hinten. Und dann lerne ich noch, wie man die beliebten Brioche richtig formt. Eine der wenigen zusätzlichen Backwaren, die hier in der St. Peter Stiftsbäckerei angeboten werden. Man konzentriert sich hier einfach auf das Wesentliche. So geht das. Druck und dann wieder zurück mit den Fingern. Mit den beiden Händen geht es schneller. Das heißt, Geschwindigkeit ist bei euch ein richtiges Thema eigentlich immer, oder? Genau. Du müsst immer schnell sein. Muss schnell sein, genau. Und zu zweit geht es immer viel schneller. Und zu dritt noch schneller, außer wenn man es nicht kann. Schau. Wie findest du das? Sehr gut. Fürs erste Mal ist sehr gut. Das passt schon. Das muss man wieder weggeben. Den zwar. Ja, so schön, dass man sie verkaufen könnte, sind noch nicht alle meine Exemplare. Wie man sieht, die Leute warten schon. Auf die warmen Brioche. Warmen Brioche. Das heißt, wir müssen schneller sein. Ganz genau. Und am Ende gibt es duftende, lauwarme Brioche-Brötchen. Dankeschön. Hallo Elisabeth. Du bist schon wieder rechtzeitig, wenn es zum Essen geht. Immer, wenn es ums Essen geht. Riech einmal. Moa. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ja, das gönnen wir uns dann. Mittlerweile ist es draußen hell geworden. Wir wollen nun noch auf die Festung hinauffahren und versorgen auch die Festungsbahn-Mitarbeiter mit einem kleinen Frühstück. Wir haben Brioche gebacken. Aber nicht für dich, sondern für uns, weil wir daten gerne frühstücken. Wir sind schon die ganze Nacht unterwegs übrigens. Aber kriegst du uns auf. Wir haben eh 6 mitgenommen. Gut, super, danke. Passt. Freut mich. Dann fahren wir auf. Ja. Danke, jawohl, ciao. Danke. Ja, guten Morgen. Morgen. Darf ich ein Brioche anbieten? Ja, sehr gerne. Eine Wahnsinnsaussicht. So schön, ha? Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für Frühstück. Ein bisschen Hunger habe ich schon, ja? Ja, aber gönnen wir uns die Brioche. Was jetzt noch super war, war ein Kaffee, aber Kaffee hätte ich gern.
Du, den habe ich mit. Echt jetzt, oder wie? Ja, sicher. Er ist leider nicht mehr ganz heiß. Aber macht nichts. Der war die ganze Nacht dabei.